is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Gottlosen bereiten sich auf den Angriff vor. Satan wird ausziehen, zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde. In dieser riesigen Schar befinden sich viele der langlebigen, vorsintflutlichen Menschen. Menschen von hohem Wuchs und riesenhaften Verstandeskräften, die, nachdem sie sich der Herrschaft der bösen Engel unterstellt hatten, all ihr Geschick und Wissen der Selbsterhöhung gewidmet hatten. Menschen, deren wunderbare Kunstwerke die Welt dazu bewegte, ihr Genie zu vergöttern, deren Grausamkeit und schlimme Erfindungen die Erde verdorben und das Ebenbild Gottes entstellt hatten. Deshalb sah Gott sich veranlasst, sie vom Angesicht der Erde auszulöschen. Das sind Könige und Generäle, die ganze Nationen eroberten, tapfere Männer, die nie eine Schlacht verloren hatten, stolze, ehrgeizige Krieger, vor denen Königreiche bebten, wenn sie sich näherten. Keiner hat sich durch den Tod verändert. Wie sie jetzt aus dem Grab kommen, setzen sie ihren Gedankengang fort, wo er unterbrochen wurde. Sie sind von demselben Drang zu erobern angetrieben, der sie auch von ihrem Tod beherrscht hatte. Satan berät sich zuerst mit seinen Engeln und dann mit diesen Königen, Eroberern und mächtigen Männern. Sie betrachten die Stärke und Größe auf ihrer Seite und erklären, dass er innerhalb der Stadt sei klein im Vergleich zu dem ihren und dass es besiegt werden könne. Sie legen Pläne, um die Reichtümer und die Pracht des neuen Jerusalems in Besitz zu nehmen. Alle beginnen sich sofort zur Schlacht zu rüsten. Geschickte Handwerker konstruieren Kriegsmaschinen. Militärische Führer, für ihren Erfolg berühmt, teilen die kriegerischen Männer in Kompanien und Divisionen auf. Zuletzt wird der Befehl zum Vorrücken gegeben und die unzählbare Schar bewegt sich vorwärts. Eine Armee, wie sie von irdischen Eroberern noch nie zusammengerufen worden war. Alle Streitmächte aller Zeitalter, seit es Kriege auf Erden gibt, zusammengenommen könnten es nicht mit dieser Armee aufnehmen. Satan, der mächtigste aller Krieger, führt die Vorhut und seine Engel vereinen ihre Kräfte für diesen letzten Kampf. Könige und Krieger sind in diesem Zug. Die Menschenmassen folgen in riesigen Kompanien, jede unter ihrem bestimmten Führer. Mit militärischer Präzision wälzen sie sich in eng geschlossenen Reihen über die aufgebrochene und unebene Erdoberfläche an die Stadt Gottes heran. Auf den Befehl Jesu hin werden die Tore des neuen Jerusalem geschlossen. Satans Heere umzingeln die Stadt, bereiten sich auf den Angriff vor. The Lord is coming. Are you ready?